Servus Leute, mein Name ist Light und irgendwie hat mich dieses Spiel gefesselt. Deswegen spiele ich jetzt heute nochmal. Also ich bin ins Bett gegangen. Zwischen sind es, glaube ich, 2, 3 Tage sogar der Aufnahme vergangen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel bei euch angekommen ist. Es ist hoffentlich gut angekommen, die Videos. Wenn ihr das hier seht, dann sind die ja schon alle raus. Bei mir ist noch nicht ein einziges draußen. Mal um zu sehen, wie weit ich manchmal im Voraus aufnehme. Okay. Es kann sein, dass diese Aufnahme hier ein bisschen chaotischer noch wird, weil irgendwann noch Leute ins Zimmer kommen. Das wäre unpraktisch, aber kann passieren leider. So. Aber ich hatte einfach gerade wieder Bock auf das Spiel. Hat mir Spaß gemacht und habe ich gedacht, oh komm, spielst du einfach für dich allein. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn du schon das spielst, dann kannst du auch eigentlich aufnehmen gleich. Und deswegen nehme ich jetzt auf. Wie immer unprofessionell wie eh und je, aber hey, Hauptsache es macht euch Spaß und mir Spaß, ne? Hui. So, wir sind auf der Suche nach mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold. Und ja, mir fällt dabei auf, ich muss heute auch noch eine Runde. Wer ist das? Prisoner Detect aufnehmen. Denn davon habe ich auch nicht mehr viel. Ups. Du doof zum Kacken mal wieder. Nein, 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 nein. Ich weiß genau. Ihr schießt gleich, ihr schießt gleich. Hui! Hui! Fickt euch. Ach Mann. Ah, aua. Komm. Und dich. Und dich. Ich übernehme das. Ja, Mann. Oh nee, jetzt kommt ihr hier wieder. 2, 3, 4. Na, ich dachte, ich hätte ihn raus, aber hatte ich nicht. Bisschen zu früh gesprungen. Hätte nach dem Schuss springen müssen. Colorblind, Gaius Arch. Nee, meiner Tunnel Vision. Ich habe keine Ahnung. Aber wir lassen es einfach mal. Haben kein wirkliches Geld zum Ausgeben, also machen wir hier wieder rein. Ja, wie gesagt, manche Leute von mir sind gut, manche sind schlecht. Das kommt irgendwie ganz drauf an. Der hier vorher war jetzt schlecht, der hier ist jetzt cool, weil er hier halt 14 Gold kriegt. Das ist schon krass. So. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspielen werde. Ich glaube es fast nicht. Aber ich werde es einfach mal ab und zu mal spielen. Das macht mir Spaß. Von dem her spricht ja nichts dagegen. Denke ich mal. Find's gut, dass ich alles hier one-hit inzwischen. Na? Nein. Das One-Hit, das ist das Ding, wie man eben dieses Spiel spielen kann. Man kann es so spielen, dass man sich ziemlich stark macht und ein bisschen Leben farmt, noch zwischendrin. Und dann fast jeden Gegner One-Hit nimmt. Und ihr müsst euch überlegen, warum hat er mich getroffen? Wenn ich hier fast jeden Gegner One-Hit hat, noch ein bisschen Schaden, ein, zwei Punkte in Schaden, dann nehme ich halt im Schloss schon mal alles One-Hit. Dann können die Viecher mir ja gar nicht viel Schaden mehr machen, weil ich sie einfach vorher treffe. Beispiel diese ganzen Gemälde. Wie sollen die mir den Schaden machen? Oder dieser Geist hier. Guck mal. Aua. Warum trifft er mich jetzt andauernd? Aua. Nein. Geh weg. Geh weg. Schlecht. Ah, warum springe ich überall rein? Du auch. So. Oh, ist das ein ungemütlicher Raum hier, ey. Oh, in die Stacheln. Mist. Ich bin gerade wieder schlecht. Ich bin noch vor nicht allzu langer Zeit aufgewacht. Warenkönigin hat so einen scheiß Zauber, aber den benutze ich ja eh nie. Dementsprechend auch wieder unkonzentriert. Alles bla bla bla. Kennt ihr ja. Kennt ihr sicherlich von euch selbst, dass wenn ihr geradeaus aufgestanden seid, ihr nicht die größten Helden seid. Also wenn ich gleich rausschmeißen muss, kaufe ich mir die hier. Bevor ich hier was rausschmeißen muss, gucken wir mal kurz, was die Runentusse sagt. Die sagt, dass ein Doppeljump ohne 500 kostet. Alles kostet 500, ne? Ja, okay. Dann sag ich nein. Und kaufe mir hier, die hier. Einfach nur, weil ich im Endeffekt, ja, sonst würde ich das Geld rausschmeißen. Muss sie ja, kann sie ja wieder ablegen. Von dem her ist das ganz gut. Das heißt, es ist eigentlich nie sinnvoll, das ganze Geld mitzunehmen. Es das heißt, man muss es nicht ausgeben durch diesen coolen Irgendwas-Ding da. Glück. Das Ding hier. Hui.
Ich weiß, in diesen Kisten können auch Mimiken sein, aber die können eigentlich erst ab dem Turm sein. Also, von dem her, noch dürfte das kein Problem sein, noch sollten keine Mimiken rumlaufen. Ui! Schön, dass ich genauso falsch reinspringe. Ah, Geist, komm her. So, stirb. Ah, perfekt. Und, ich liebe es, wenn diese Geister instant weggehen. Ich hasse es. Ah, ich hasse diese Geister alle. Alle Geister in diesem Stoß hasse ich. Zauberer, Geister, whatever. Wie man sie nennen möchte. Komm her. Du da? Nö. Du? Nö. Und schack. Gib mir das Gold. Bist du ein. Bist du da drüben vielleicht? Ja, du bist eins. Tschüss. Und du bist keins. Okay. Guck mal ganz kurz, was wir. Da drüben haben wir nur Ausgänge. Take no damage. Aber ich darf fighten, ne? Wah, 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 wah. Aha, ist egal. Komm, stirb. Gib mir den Sitz. Stirb. Ich darf nicht so oft getroffen. Okay, ich gehe einfach raus. Ich gehe einfach raus. Ich gehe schon raus. Ist ja okay. Ah. Okay. Hier ist der Ausgang. Richtung Wald. Geh mal in den Wald, geh mal in den Wald. Da sind andere, da ist ein anderer Geist. Ich weiß nicht, ob ich den schon das letzte Mal gezeigt habe. Der kann so komische Berge beschwören, die ihm natürlich Schaden machen. Stimmt. Wir sind schon voll stark eigentlich. Könnte ich mich mal an den Boss des Castles wagen in dem nächsten Mal? Ich muss noch ein bisschen mein Leben, glaube ich, hochpushen. Damit ich ein paar Hits von dem kassieren kann. Weil ich mich echt nicht gut anstelle bei den Bossen. Dauer. Und. Natürlich, je mehr Schaden ich mache, desto leichter wird mir der Boss auch gemacht. Dementsprechend ist es natürlich nur gut, wenn ich mich da noch ein bisschen hochlevel und dafür bin ich zu klein, zu groß. Es wäre übrigens schön, wenn es auch so ein Secret gibt, wo man dann zu, wenn man klein ist, zum Beispiel nicht rein könnte aus irgendeinem Grund oder so. Weil sonst, diese kleine Wirklichkeit hat fast sonst nur Vorteile, wenn man mich fragt. In dem Spiel. Nicht in echt unbedingt, aber in dem Spiel. So. So. Ja, natürlich waren da unten Stacheln. Und Janik läuft auch voran. Also, Janik Light, whatever. Es verwirrt bestimmt alle neuen Zuschauer, wenn ich mich ab und zu selbst Janik nenne. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Mehr. Früher habe ich das ja viel gemacht. Weil inzwischen, ich wollte mich eigentlich weiterhin Light nennen, weil ich jetzt einfach möchte, dass man mich auf YouTube auch unter dem Namen Light kennt. Das ist einfach so ein kleiner Gamer-Stolz, wenn man das so will. Stimmt. Stehst du unten? Danke. Geld, Geld, Geld. Krieg ich mal ein Hühnchen wieder? Nö. Okay. Nein. Nerv nicht. Ah. Voll rein. Warum springt er nicht? Ja, okay. So, können wir den Damage oder sowas abmachen? Nee, Verfahren kriegen. Baldless. Wir haben eine Glatze. Okay. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Graden wir das Leben ab. Ding nach dem Plan. So, perfekt. Jetzt haben wir einiges an Leben. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Boss kriegen. Mit Barbaren sollte das eigentlich sogar ganz gut möglich sein, weil der viel Leben hat. Also Barbaren hat ja grundsätzlich mehr Leben schon. Gucken wir mal, wie das ist. Hallo Hühnchen. Stirb. Oh ne, ich hasse diesen rum. Und rüber. Und rüber. Eigentlich ist er leicht, aber naja. Oh, warte, pack. So viel Gegner. Was soll das? Immer diese ganzen vielen Rumfliege-Dinger, wo man dann ausweichen muss. Ah, da muss man auf dem ganzen Bildschirm achten. Das kann ich nicht gut. Es gibt Spieler, die schaffen ja so krasse Aktionen. Die gucken den ganzen Bildschirm irgendwie auf einmal an. Das schaffe ich aber nicht. Und das will ich nicht. Wir haben früher immer diese leeren Räume hier verwirrt. Das war zwei nebeneinander, okay. Und wir wetten, das endet in der Sackgasse. So, jetzt haben wir. Nee, das ist ein Brunnen, den ich nicht brauche. Und dann muss man den mal noch hoffen. Nein. Nein, 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 nein. Man kann nicht richtig schön fein in so eine Ecke runterfallen. Das ist ziemlich schwer mit dem Analogstick vor allen Dingen. Und mit Pfeiltasten geht es auch nicht besser wahrscheinlich. Hier mal die Kiste. Ich würde gern zu dem Boss.
Und runterfallen. Nein, 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 nein. Nein. Ups. Ah, so. Ich bin beim Boss. Hab fast volles Leben. Nehm noch die beiden Kisten hier mit. Ja. Und dich. Und. Ja. Hi. Geht hier. Komm her. Au. Ich bin doch so schlecht, ey. Ich bin jetzt in den Erde reingesprungen, oder? Okay. Das ist überhaupt nicht so mit beabsichtigt, was ich hier mache. Ah, ich kann diesen Boss einfach nicht. Ich kann sein Bewegungsmuster irgendwie nicht richtig abschätzen. Oh, warum bin ich so schlecht? Tut mir leid. Okay. Das war nicht so gewollt. Ich nehme den großen Miner. Komm. Und wir holen die Crit-Chance. Nee, doch, die Crit-Chance holen wir noch hoch. Nee, wir pushen das Leben. Nein, die Crit-Chance. Ich muss die Gegner schneller down kriegen. Ich bin nicht gut in Bewegung. Das merkt man, mein Movement ist total beschissen. Und wenn das Movement beschissen ist, bleibt mir nur eins übrig. Ich versuche meine hier meinen Schaden hoch zu pushen und alle Gegner einfach instant wegzuhauen. What the fuck? Hallo? Jetzt ist aber was los hier. Stimmt mal. Das ist der Vorteil natürlich am Gattisten. Du hast ein größeres. Okay, das könnte der Vorteil auch im Kleinen sein. Denn du hast halt ein kleineres Schwert, damit eine kleinere Range. Das ist echt der Nachteil daran. Na? Komm, oder? Nein. Ah, warum bin ich da jetzt reingesprungen? Jeez. So schlecht in dem Schild. Gib mir Gold. Ha! Warum sterbe ich gerade so häufig? Das ist irgendwie uncool. EDS macht, Verifrax, das passt schon. Okay. Jetzt muss ich mich mal hier wieder konzentrieren, oder ich muss über irgendwelchen Stuss labern. Das hat das letzte Mal besser funktioniert. Wenn ich über irgendwelchen Stuss gelabert habe und mich gar nicht aufs Spiel konzentriert habe, dann habe ich auch besser gespielt. Ach ja. So. Aber ich weiß gerade nicht, was ich labere. Oh mein Gott. Was soll ich labern? Hilfe. Hast du solche Räume, hey. Oh, ich bin ein bisschen müde noch. Ich war gestern wandern mit meiner Familie und das war anstrengend, fand ich ehrlich gesagt. Ich fiel auch nicht. Oh mein Gott. Nein, nicht so ein großes, böses Bild. Oh Mann. Hilfe. Ach ja, was mich gerade erinnert. Hier diese Nerv-Passage. Ich war gerade Fallout 3 gespielt und da war so ein Scheiß. Ne, Fallout New Vegas. Da war so ein Scheißraum. Das ist so ein Scheißgebiet. Wo 10.000 Gegner waren. Da hat mich so aufgeregt, der Raum, ey. Das Gebiet. Da waren 10.000 Gegner. Und die waren halt echt ärgerlich, weil die haben halt Feuer geschossen und alles geschossen. Und arg. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Spiel habt und ihr findet einfach die Stelle total unfair? Ihr findet das Spiel toll, aber diese Stelle findet ihr total unfair. Eine einzige Stelle und die versaut mich so sehr das Spiel, mehr oder weniger, dass ihr einfach sagt, okay, hier, erstmal Pause. So ging es mir gerade. Also ich muss gerade dieses Spiel einfach deswegen beenden. Warum springe ich in alles rein? Warum tue ich das? Warum bin ich so doof? Komm, stirb. Doch. So. Geld, Geld, Geld. Wir müssen unseren Schaden noch weiter hochpushen. Definitiv. Wir müssen hier alles instant one-hitten. Und critten und so. Nein. Nein. Ja. Ja. Gut. So. Ach komm, deck mich da am Arsch. Hihi. Da komme ich nicht durch, ne? Nee. Ich wollte da nicht runter. Geld haben wir. Was nehmen wir?